Hallo, willkommen zurück, Freunde. Ja, es hat wieder ein Update gegeben heute. Deshalb dauert auch ein bisschen, bis ich hier losspielen konnte. Weil das wollte ich doch mitnehmen. Nach dem letzten Update. Oh, ist das schön. Das sieht doch geil aus, ne? Wenn ich aus dem Fenster gucke bei mir, sieht es genauso aus. Egal, wir gucken jetzt mal, was der alte Zausel zu sagen hat. Und los geht's. Hey. Old guy. Hey. Hey, you still with me? Shit. I'm too late. Der war jetzt gut. Mal meine Uhr stellen. Hey, you're still alive. What's your name? Alter Zausel. Ich bin der alte Zausel. Call me Jeremiah. I went to the dam. Ja gut, dann halt. Found some supplies that should help. Oh, thanks. Because my insides hurt like hell. What did you find? General meds. Painkillers, antibiotics, and what looks to be some old vials of morphine. Morphine? Easy. Hopefully your pain won't get that bad. You alone out here? What's it to you? What the hell are you doing out here anyway? Hey, don't get excited. I'm just looking for someone. The only thing you should be looking for is a way to kill that bear. Bear? Yeah. He'll be back soon enough. And when he is, I'll be ready. Ready for what? You can barely sit up. That bear is a man killer. If we don't finish him off, no telling what savage fury he'll unleash. We? I'm just on my way through the area. That bear's got nothing to do with me. Listen, stranger. You aren't going anywhere. Like it or not, you and me have a problem in common. Neither of us is going to survive unless we kill that damn bear. Ja, und somit sind wir schon wieder mittendrin, ne? Dann werden wir den mal ausquetschen. Was hat es mit diesem Bären auf sich? Ach, muss ich klicken. Die Geschichte ist ganz einfach. Der Bär und ich haben noch eine Rechnung offen. Was habe ich jetzt damit zu tun? Eine Rechnung? Ja. Man könnte es einen Handel nennen. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, gehen wir mit etwas Blut des anderen auseinander. Klingt nach einem schlechten Geschäft. Jo. Das ist es auch. Für einen von uns. Oh, Schmerzen. Was machen deine Schmerzen? Hier tut alles weh, aber ich werde es überleben. Willst du etwas Stärkeres als Schmerzmittel? Nein. Ich? Ja, will ich, aber es ist schon in Ordnung. Ich klicke jetzt nur durch, dann könnt ihr ja selber kurz auf Pause machen. So, Umgebung. Kannst du mir etwas über die Umgebung hier erzählen? Ja, vielleicht lese ich ja doch vor. Der Name dieses Gegens stammt vom Rätselsee. Rätselsee, wie heißt das jetzt wieder auf Englisch?
Warum die das übernetzt haben, weiß ich nicht. Mystery Lake oder so. Warum die das über... Ja. Hier gibt es leider nicht viel, nur ein paar Hütten hier und da. Es führt eine Bahnstrecke durch. Der Campingplatz ist über den Winter geschlossen, aber da ist meistens auch nicht so viel los. Also bist du ganz alleine hier draußen. So ziemlich. Die ganze Insel ist jetzt fast vollkommen verlassen. Es sind nur noch wenige verstreute Gruppen übrig. Industrie gibt es hier eigentlich gar nicht. Ganz selten kommt ein Vergnügungsboot, ja, ein Versorgungsboot vom Festland. Es ist die einzige Überlebensmöglichkeit für die wenigen Leute, die hier noch auf der Insel leben. Klingt nach einem ruhigen Plätzen. Genauso wie wir es mögen. Wir? Du stammst vom Festland. Du verstehst das nicht. Stimmt. Damm. Der Damm, ein Damm mitten in der Wildnis, kommt mir merkwürdig vor. Ja, die Gier hat diesen Ort ruiniert. Sieht aus, als hätte man den Damm vor einer ganzen Weile geschlossen. Das stimmt. Der große Erdbeben vor einigen Jahren hat diesen Unsinn ein Ende bereitet. Erdbeben? Also wirklich, weißt du denn gar nichts, Festländer? Woher denn auch? Das habe ich wohl vergessen. Eisenbahn, Kohle, Holzwirtschaft, Bergbau, Wasserkraft. Die ganze Insel ist an eine reine Wildnis, die nach und nach von der Industrie zerstört wurde. Schon seit gut 100 Jahren. Ja, klasse. Ja, das bringt Fortschritt eben mit sich. Die Leute brauchen Arbeit, sie müssen ihre Familien ernähren. Pah, egal, das Erdbeben hat alles zunichte gemacht. Und die Dinge ändern sich. Welche Dinge? Ist es dir nicht aufgefallen, seit den Lichtern am Himmel, die Welt ist jetzt still. Allein. Bist du ganz allein hier draußen? Ja. Ich habe nicht gern Gesellschaft. Okay, dann haben wir wieder ab. Ich jage ein bisschen, angle im Sommer. Meine Fallen sind immer voll. Alle paar Monate gehe ich zu Ruperts Anlegestelle und treibe Handel für alles, was ich brauche. Hast du eine Möglichkeit, dich hier draußen bemerkbar zu machen? Zum Beispiel ein Funkgerät? Nein. Mit wem sollte ich schon sprechen? Du magst andere Leute, Menschen wohl nicht besonders. Da hast du uns recht. Mehr. Mehr? Damm allein abgeschlossen. Okay, dann haben wir alles. You see those lights in the sky a few nights ago? Yeah. I saw them. We see the northern lights this far up, but I've never seen anything quite like that. Der Bart des Sky, so will ich auch haben. Those lights took my plane down. Nearly died in the crash. Now I need to find my... I had a passenger with me. Dead? I sure hope not. We were on our way to Perseverance Mills. You know it? Shit, nothing town. A few hours north. Sounds about right. Yeah, I know it. You're the first person I've seen in months. I haven't seen your friend. The phone lines are down. Nothing electrical seems to be working. You think it has something to do with the flash of light? Could be. Wildlife's been acting weird too. The wolves, mostly. Hanging around more than usual. Like they're waiting. Waiting? For what? I don't know, but I have a bad feeling about it. Look, maybe we can help each other. I don't know. I need to get out there and look for my friend. Well, I have an idea that might help you find who you're looking for. But with that bear out there, and me laid up in here, well, you're as good as dead. Thanks for the vote of confidence. What do you have in mind? Well... With that bear on the prowl, you'll never survive long enough to find your friend. And I can't do shit from in here. But I can guide you. You do what I say, and I'll keep you alive. And what's in it for you? We'll talk about that.
But first, you need some protection. Hand me my rifle. Ah, shit. What I was afraid of. That shot you took hurt the rifle more than the bear. My rifle's done. Shit. Sorry. You have a backup? No. No backup. But I know where you might be able to fix it. Great. Where? Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle them. I'll see what I can do. Listen. Stay along the tracks. Keep your eyes open for the old bear. If you see him, hide. And pray he doesn't pick up your scent. Don't get cocky, or we'll both end up dead. Got it. Good luck, pilot. Maybe we'll make a survivor out of you yet. Das will ich doch wohl mal schwer hoffen. So, gespeichert haben wir. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wie sieht das denn mit unseren... Okay, wir könnten mal ein bisschen was essen, ne? Haben wir überhaupt noch was? Ja, noch haben wir was. 500. Erdnussbucker. 300. Pfirsiche. Schokoriegel. Ich glaube, ich werde mir die Pfirsiche hier... Kann man die kochen? Kräutertee, Dose frische Spitzenpfirsiche. Ja. Dose Kaffee, Kräutertee. Dann tun wir mal ein bisschen Pfirsiche garen. Besser. Besser, wir haben was da. Okay. Wie sieht es denn aus mit Wasser? 0,74. Dann brauche ich mir ungefähr 1,5 Liter. Dann haben wir 2,5 ungefähr. Wasser kochen. Ach so. 150 Liter. Könnten wir dann drinnen baden, ne? Wäre da auch mal eine Möglichkeit. Oh ja, baden. 2,24. Okay. Sollte reichen. Bleib an. Essen. Ist immer gut für den Bauch. Mm. Trinken. Wasser. Auch wenn es nur Wasser ist. So. Wir müssten mal im Ernstfall das war hier. Hm? Was war da noch? Behandlung. Okay. Da müssen wir nur einfach abwarten. Gut. Ach nee, ich wollte ja trotzdem da. So, Sachen reparieren. Da geht's nicht. Sachen. Socken, 24%. Aktionen. Reparieren. Damit wir wenigstens vernünftige Klamotten haben, sonst bringt da nämlich alles nichts. 84, sieht doch schon gut aus. Umso besser die Sachen sind. Umso besser für uns. Es wird, ja, ich weiß, du bist müde. 100%, wunderbar. Noch mehr Socken. Ich repariere jetzt einmal schnell alles durch und dann hauen wir uns hin.
Und dann ziehen wir los. Und da wo der alte Zausel, sprich Jeremias, sagte, dann gehen wir da mal hin und gucken uns mal an, ob wir, was haben wir, 100%? 55, ne, muss nochmal. Dass wir da unsere 99, komm, das reicht. Schumme habe ich. Sehr schön. Hemd. Gut, dass alles nicht so doll kaputt ist. Ja, wir haben Mitternacht. Nein. Oh, die ist ja kaputt. Die hat es dringend nötig. Du hast noch keinen Hunger. Müssen wir noch zweimal dran. Okay, auch kein Problem. Ja. Je besser die Sachen sind, umso wärmer aus uns nämlich. Das ist nämlich das Schöne daran. Boah, der ist auch ganz runtergekommen. Nähzeug ist auch fast durch. Handschuhe. Viel wie möglich reparieren. I'm gonna need to rest soon. Ja, macht doch nichts. Ach, 96% haben wir. Oh, und noch eine Mütze. Aktionen. Wir haben keinen Stoff mehr. Gut. Soll nicht das Problem sein. Wir haben ja ziemlich alles repariert. Da war das. Einmal zack. Und ich glaube, essen sollten wir noch was. Erstmal. Ja, schlafen. Was schlafen wir denn? 9 Stunden ist immer gut. Gute Nacht. Seht ihr? Er speichert nicht mehr ab. Okay. Nur den Schlafsack nicht vergessen. Bloß nicht vergessen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir müssen irgendwas... Metallschrott schmeiße ich hier hin. Zack. Holz. Kommt da hin. Metallschrott. 4-mal. Da brauche ich keine mehr nehmen. Leder. Alles. Federn. Ablegen. Die Hölzer behalte ich. Gut, was haben wir hier? Angelzeug. Brechstange. Haken. Ablegen. Pistole lassen wir auch. 0,1, 0,25, 0, die Lampe, die ablegen, den auffüllen, so, seht ihr, da haben wir schon mal fast nichts mehr, Nähzeug, zurück. Okay. Mal eine andere Stelle suchen. Mit Nähzeug. Kann hier hin, ne? Den brauchen wir noch. Schnur. Nö. Ablegen. Patrone. Den Wettstein. Im Moment habe ich dafür keine Verwendung. Den lege ich auch mal ab. Die Lampe könnten wir
Könnten wir, aber müssen wir nicht reparieren. So, dann lass mal gucken, wann haben wir noch Essen. Trinken haben wir noch satt. Handschuhe. Habe ich die nicht an? Warum zeigt ihr mir das nicht an, dass ich die anhab? Nein. Aktionen. Zerlegen, reparieren. Hunger. Erste Hilfe, haben wir da was unnötig? Ja. Die vier können weg. Die sechs können auch weg. Weil die müssen wir... Das brauchen wir. Antibiotika, Schmerzmittel, Notfallspritze. Ja gut, schauen wir mal. Haben wir hier? Oh, so viel Gelumpe. Das kann alles hier hinkommen. Kann alles hier am Ofen zum Holz, ne? Zeitung. Ablegen. Ablegen. Bargeld. Ablegen. Buch. Streichhölzer haben wir auch so viele von. Wenn es nicht viel Gewicht ist, aber jedes Gramm, was wir uns einsparen können, sparen wir uns ein. Stapel Papier kann weg. Zeitungspapier. Mach mal Zünderbündel raus. Ja, ja, du kriegst gleich zu trinken, keine Panik. Nicht mehr. Okay. Noch mehr? Ablegen. Gut, das ist alles. Sind wir bei 20 Kilo. Boah, noch viel zu viel. Okay. Trinken, essen, ablegen. Egal. Bauch voll, toll. So. Das Wetter ist natürlich wieder mal ganz toll. Dann würde ich sagen, schnell speichern und raus in die schöne Welt. Dann werden wir uns mal... Ich könnte mich am Arsch lecken. Aber doch nicht bei dem Wetter. Da mache ich eins. Blöder Mann. So dumm, ne? Soll ich die jetzt... Ach, das geht. Da kann ich sie hinlegen. Schlafsack. Eine Stunde hauen wir uns aufs Ohr. Eine Stunde hauen wir uns aufs Ohr.
2 Stunden haben wir uns aufs Ohr. Ja, gleich ist der Tag vorbei. Wir brauchen erst gar nicht loszugehen. Hört sich doch schon besser an. Okay, noch haben wir genug Essen und alles. Obwohl viel... Sag mal, das ist doch kacke. Wie soll ich denn da was machen? Ich renne doch nicht bei dem Wetter hier rum, das ist ja Selbstmord. Ja, dann ist es gleich wieder dunkel. Sag ich doch. Jetzt wird's dunkel. Aber egal, komm. Wir nutzen die Gunst der Stunde. Auch wenn es vielleicht nicht das beste Wetter ist. Beste Zeit. Wetter ist ja jetzt besser. Und Tiger mal los. Wir können ja irgendwo uns zwischen einkampieren irgendwie, auch wie immer. Wie auch immer. Ein Tagesmarsch, das heißt, es ist sehr weit weg. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Ich habe so ein scheiß Kaninchen getroffen. Ehrlich. Einfach so. Okay. Wir können jetzt da lang oder da lang. Das ist der kürzere Weg. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern, es muss kein schlechter Müller sein. Da laufen Kaninchen, da kann er kein Wolf sein. Ich bin der Wolf. Ich fresse den Jürgen. Der steht da irgendwo und wartet nur drauf. Wartet nur drauf, dass es mir schlecht geht. Boah. Huch! Ja. So, mein Ziehvater. Mein Freund und Ziehvater. Da müssen wir hin. Was ist das? Rätselsee verlassen. Achso. Da müssen wir hin. Das heißt, ich bin schon auf den richtigen Weg. Man hätte vorher gucken sollen, ne? Da wäre ja sowieso hier lang. Naja, gut, okay. Wir hätten auch quasi theoretisch rein prophylaktisch Okay, hier sind wir an der Bahnlinie. Aufs Früh. Da liegt nichts rum, da liegt auch nichts rum. Ja, früher hat man hier was rumgelegen, aber da lag auch... da hat der Zug hier nicht so schön gestanden. Holz. Mitnehmen oder nicht mitnehmen?
Okay, aber nur, weil wir jetzt noch so wenig haben. Okay, dann verlassen wir mal das Rätsel. Den Rätsel-Day. Durch diesen Ausgang bin ich noch nie gegangen. Trostloses Marschland. Einmal schauen hier. So. Da sollten wir sein. Da müssen wir also einmal quer durch. Da ist ein Funkturm. Alte Heimat der Familie Spence. Hm. Ich wollte jetzt eigentlich nur hier... Sollten wir vielleicht mal hingehen? Eventuell wäre es ja auch eine Möglichkeit, dort zu übernachten. Wenn ich so überlege... Ne? Wobei ich aber nicht weiß, ob wir hier durchgehen können. Müssen wir dann außen rumlaufen? Boah. Von da aus? Das ist jetzt die Frage. Mich würde es schon interessieren. Wenn das schon ein Haus ist, dann will ich da auch hingehen. Wir könnten jetzt geradeaus gehen. Oder einmal um den See rum. Wir sind hier, um zu spielen. Nicht um so schnell wie möglich durch die Karte zu huschen. Wenn was ist, dann gucken wir uns wenigstens an. Wenigstens mal angucken. Komm, ist ja nicht so. Gehen wir eben hier gucken. Mhm. Das ist ein Wolf. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bär. Ne, das ist ein Wolf. So, das heißt, wir müssen hier weiter. Vor allen Dingen dürften wir da Vorräte finden. Denke ich mal. Mann, das ist nicht gut. Das ist besser. Jetzt bräuchten wir nur schönes Wetter, dann hätten wir hier auch mal schöne Aussicht. Ich hoffe nur, das ist nicht so ein Riesenweg. Oder ein Riesenumweg, sagen wir mal so. Ja, man sieht auch nicht, wo man ist, ne? Ich müsste jetzt hier irgendwo sein. Genau.
aber Zeit, dass wir da hinkommen. So wie das aussieht, wird das immer dusterer. Das habe ich mir fast gedacht. Pass mal auf. Ich kenne das mit dem Eis. Da gehst du darüber, dann macht das Knack und weg bist du. Ein bisschen vorsichtig hier am Rand. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist fies. Und hier? Okay. Sunsetting. It's gonna get a lot colder soon. So, dann kommen wir jetzt hier irgendwo rum. Gucken, ob ich hier so schräg gehen kann. Na komm, nicht wegrutschen. Jawohl. Ja, wenn es dunkel wird, haben wir ein kleines Problem. Dann ist es dunkel. Hier sind Grasbüschel, da könnte klappen mit dem... Hä? Mit dem Eis. Dass es nicht so dünn ist. Boah, es sieht immer mehr Schnee. Scheiße. Da sehen wir bald gar nichts mehr. Da sind wir bald ganz im Dunkeln. Blöde Idee. Mann. Warum habt ihr mich nicht zurückgehalten? Ehrlich. Ach Gott, nochmal. Da ist mir mal neugierig, das weißt du. Dürfte aber schon hier sein. Muss? Achso. Aber sieht ja mal schön aus mit dem Schnee. Mir ist letztens aufgefallen beim Autofahren. Da hat es auch so ganz furchtbar viel geschnitten. Oder feste geschneit. Und diese Strich, die auf mich zukam, dann das wird ja vom Licht so reflektiert. Ja, das ist nichts für mich. Da habe ich, wird mir ganz komisch. Ich habe auch keinen Kompass, wo ich mal was sehen kann. Da hinten ist... Da ist ein Haus. Da müssen wir... Also zumindest bis zum Haus müssen wir es schaffen. Jetzt müssen wir... Nee, so weit waren wir noch nicht. Ja, wir waren noch nicht hier. Wir sind hier irgendwo. Aber wir schaffen es. Komm. Jetzt aber rennen, Freunde. Ich hoffe, ich kann dem abhauen. Boah, das wäre es jetzt noch. Oder dünnes Eis oder irgendwas. Das ist mir egal. Ich muss hier weg. Ach, Glück gehabt. Komm, wo ist das Haus? Komm. Geh weiter. Wo ist dieses scheiß Haus? Boah, ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Nur die weißen Flecken. Nein. Och nö, ne?
Arbeiterbaracken. Dann gucken wir auf die Karte, ob er mir irgendwas anzeigt. Arbeiterbaracken, da sind wir. Hm, dann ist das noch ein Stückchen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich will doch die Lampe nicht anmachen. Damit locke ich die Viecher immer noch mehr an. Dann sehen die mich. Nein, nein, nein. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Da ist ein Haus. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist da ein Haus. Alte Heimat der Familie Spence, ja. Das sieht schon gut aus. Wenn ich richtig gesehen habe, habe ich da... Da ist ein Haus. Oh Mist. Es ist kein Haus. Ist so ein Speichervorgang. Bei einem kaputten Haus? Warum speichert der hier? Ach so, kann sein, 10 Minuten sind um. So, ist hier irgendeine Tür? Nein. Es ist nur ein Schuppen. Oh Mist, nein. Aber immerhin. Schmiede? Wie Schmiede? Schmiede? Wir haben einen Ofen. Hm. Mach mal ganz kurz mal Licht machen. Und ein Bett haben wir hier über den Ofen, das ist gut. Holz haben wir auch. Ein paar alte Schuhe. Metallschrott, jo. Hier ist ja einiges. Und eine Werkbank. Kohle. This could be really useful. Haben wir hier unten? Hohoho. Jungs. Da können wir schon mal ein bisschen Feuer machen, glaube ich. Da noch was rum? Ey, Alter. Nein, nicht ausmachen. Futter. Scheiß auf. Was für Futter? Hauptsache Futter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht sehr schön aus hier. So, da haben wir noch Schuhe. Da haben wir noch Kohle. Guck mal da. Metallschrott. Boah, hier da so viel Klamotten, ey. Schusshandschuhe, okay. Noch ein Stück Kohle. Komm, lass uns ein Feuer machen. Und den müssen wir auch noch durchsuchen. Aber das machen wir morgen früh. Für was man die Schweine verwenden kann. Hm. Wusste ich auch nicht, dass es so was gibt. Ja, das ist doch... Nee, das hat nicht geklappt.
Es wird doch wohl möglich sein, da so ein Feuerchen zu machen. Ja, komm. Geht doch. Komm. Es geht, es geht. Ja, 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 ja. Komm. Jawohl. So, da können wir auch mal gleich den ranhauen. Zack. 21 Minuten, bis ich die Kohle reintun kann. Okay. Licht aus. Haben wir jetzt 2 Stunden. Vier Stunden. Tannenholz, 1 von 3, ja. 6 Stunden, 8 Stunden. So, Freunde, das heißt, wir gehen ins Bett. Das war hier. Dann würde ich sagen, gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Don't you come here.